Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Insider des Tages. Ja, das war also Innenminister Kickl live aus Ungarn, mitten hinein in die hochgehenden Emotionen des heutigen Tages zu diesem Messerattentat von Mittwochabend. Denn da werden immer unglaublichere und unfassbarere Details bekannt. Das ist nicht nur ein Asylskandal, es ist mittlerweile ein Polizskandal, es ist ein Justizskandal. Man hält es nicht für möglich, was meine Redaktion heute recherchiert hat und deshalb hier auch die zwei Vertreter der Österreich-Redaktion, Michael May-Koch, der Chronikchef von Österreich, der mit seinem Team an dieser Causa seit Mittwochnacht dran ist, und Christoph Hirschmann, heute Chefredakteur von Österreich, der diese Causa als Chefredakteur begleitet und dem heute ein paar Mal die Spucke weggeblieben ist, angesichts der Tatsachen, die Redaktion hier heute recherchiert hat. Mike, vielleicht kannst du uns zuerst einmal ganz kurz die Geschichte dieses Flüchtlings, er heißt Yaran S., glaube ich. Yaran S. Mhm. Ja. Und vielleicht kannst du uns die Geschichte dieses Mannes, von dem wir auch nicht wissen, ob der Name echt ist, so ist es, erzählen. Es ist ein afghanischer Flüchtling aus Afghanistan. Wie schaut seine Geschichte aus? Er stammt aus Kabul, also nach eigenen Angaben, und ist am 1. Oktober 2015 im Rahmen der großen Flüchtlingswelle über Nickelsdorf nach Österreich eingereist. Das war also einige Tage, nachdem diese Grenzen geöffnet wurden sind, war er in dieser riesigen Faymann-Merkel-Welle drinnen und kam nach Österreich, ohne dass seine Dokumente erfasst wurden. Er wurde erst später registriert. Also er kam zunächst einmal nach Österreich, ist da durchmarschiert durch diese berühmte Nickelsdorf-Grenze und hat sich dann selber gemeldet. Er hat sich selber gemeldet und hat selber um Asyl angesucht. Bei wem? Asylbehörde praktisch. Ja. Und dort ist er hingegangen und hat gesagt, mein Name ist sowieso, mein Geburtsdatum kenne ich nicht, Pass habe ich auch keinen. Richtig? So ist es. Es war wirklich so, er hat lediglich gewusst, er ist 1995 geboren. Angeblich? Angeblich. Dann haben die Behörden reagiert, wie sie immer reagieren in Österreich. Ja. Sie haben ihn einfach auf den 1. Jänner datiert. Ja, also tausende Flüchtlinge haben das Geburtsdatum 1. Jänner bei uns. 1. Jänner 1995, er heißt wie? Yaffa S. Yaffa S, gut. Und er sagt, er ist aus Kabul und er hat zunächst einmal um Asyl angesucht. So ist es. Und dann ist was passiert? Dann sind ein paar Monate vergangen, er war in einer Unterkunft. Ja. Mhm. Und 2016 wurde er das erste Mal auffällig. Und zwar? Im Drogenmilieu Beschaffungskriminalität. Er ist also Drogenhändler geworden sozusagen. Er ist vor allem Drogenkonsument. Drogenkonsument geworden. Ja. Mhm. Und zwar ziemlich heftig, nicht klein. Sondern also er ist ein starker Süchtiger geworden. Ja. Mhm. Also er ist drogensüchtig geworden. Er ist drogensüchtig aus geworden. Was immer für Gründen, Anfang 2016, nachdem er im Oktober 2015 nach Österreich gekommen ist. So ist es, ja. Und dann ist was passiert, Mike? Ja, dann ist er eben, wie gesagt, von der Polizei erstmals aufgegriffen worden. Ja. Dann kamen weitere Delikte dazu, immer im kleinen Rahmen. Ja, Beschaffungskriminalität, kleine Diebstähle für den Drogenankauf am Praterstern. Mhm. So, und dann stand er vor Gericht. Und das ist die unfassbare Geschichte, die ihr heute recherchiert habt, Mike und Christoph. Christoph, sag uns das, weil das ist ja jetzt nicht mehr zu fassen. Was war also mit diesem Yaffa S. im Jahr 2016 der Fall? 2017 hat er 2017, Drogendelikte, Körperverletzungen begangen und ist dann schließlich in Haft gekommen, in die Justizanstalt. Das heißt, dieser Yaffa S. ist im Jahr 2017 von der österreichischen Justiz verhaftet worden, eingesessen in der Josefstadt. Ja. Saß in der Josefstadt ein. Bis Dezember 2017, jetzt Anfang oder Ende, muss man noch schauen. Und bis Dezember 2017, also bis vor zwei Monate praktisch. Ja. Drei Monate. Ja. Was jetzt? Saß der in der Justizanstalt Josefstadt. Was insofern bizarr ist, als die Polizei auf der anderen Seite den Herrn Yaffa S. nicht finden konnte und nicht gesucht hat, während der aber ganz normal für einen Delinquenten in der Josefstadt eingesessen als ist. Als Yaffa S. Unfassbar. Ja. Und dazu muss man Folgendes wissen, Mike. Es gab zu dem Zeitpunkt bereits einen Abschiebebefehl, habt ihr recherchiert. Das Asylverfahren wurde 2017 abgelehnt. Mhm. Und dann wurde erlassen der Abschiebebescheid
Da hätte das man heißt, offenbar aus dem März 2017, seit über einem Jahr, gibt es einen Abschiebebefehl gegen den Jaffa S. So unsere Recherchen bislang, ja. Unfassbar. Und jetzt ist dann Folgendes passiert, Christoph, und das ist ja nicht mehr zu fassen. Und das wird jetzt wirklich, wenn ihr morgen mit der Geschichte erscheint, vermutlich die politische Stimmung endgültig hochkochen. Denn dann ist was passiert, Christoph? Naja, die Polizei sagt, sie haben ihn nicht gefunden. Ja? Ja. Deshalb konnten sie ihm nicht aushändigen, diesen Abschiebebefehl. Ja, ja? Genau. Insider sagen, das ist lächerlich, weil man weiß ganz genau, welche afghanische Menschen am Hotspot Praterstern dort verkehren. Die Polizei kennt die, die kennen die Polizei. Also schon das ist nicht sehr glaubwürdig gewesen. Aber auf jeden Fall war er mit vollem Namen in der Justizanstalt Josefstadt saß dort. Ja. Gleichzeitig war der Abschiebebefehl in der Schublade der Wiener Polizei. Ja, und die, haben ihn und die Polizei sagt, wir finden den nicht. Und ein paar Türen weiter in der Josefstadt saß der in Haft. Ja. Unfassbar. Sie haben ihn nicht am Praterstern gefunden und nicht in der Josefstadt. Beim Praterstern konnten sie ihn nicht mehr finden, weil dann war er schon in der Josefstadt, nämlich in ihrer eigenen Verwahrung. Ja. Und dann ist Folgendes passiert und das ist jetzt ja unfassbar. Was dann geht er frei. Dann geht er frei. Im Dezember 2017 geht er frei und wird sofort wieder U-Boot. Ja, das muss man sich vorstellen. Das heißt, im Dezember 2017 lässt die österreichische Justiz diesen Jaffa S. aus Afghanistan wieder auf freien Fuß bei der Tür hinaus, obwohl es einen aufrechten Abschiebebefehl gibt. Das heißt, weder die Polizei hat gewusst, was die Justiz tut, noch die Justiz hat sich einen Deut darum geschert, ob die Polizei einen Abschiebebefehl gegen den Typen hat oder nicht, obwohl es ja der Logik halber längst einen Abschiebebefehl gegen den geben sollte. Ja, ne? Eine starke Gewaltentrennung. Ja. Stattdessen ist er in der Justizanstalt Josefstadt aus der Tür raus spaziert und ist sofort wieder untergetaucht. Und ist verschwunden. Und war aber jeden Tag wieder am Praterstern vor den Augen der Polizei. Und war ab sofort wieder am Praterstern. Unfassbar. Unfassbar. Das heißt, eine Geschichte, wie man sie eigentlich nicht glauben kann, morgen in Österreich in allen Details nachrecherchiert. Danke, Mike, danke, Christoph. Das heißt, wie würdet ihr das zusammenfassen, Mike? Ja, das ist mittlerweile ein Justiz- und Polizskandal, sondersgleichen, der also stark erinnert an den Skandal um den Brunnenmarktmord 2016. Da haben wir dasselbe gehabt. Da haben später die Behörden auch eingeräumt, dass sie alles verschlafen haben und nichts koordiniert haben miteinander. Und genau dasselbe ist hier passiert. Ja, Christoph, deine politische Einstufung. Ein Polizskandal. Die Regierung äußert sich dazu jetzt natürlich sehr heftig. Ja. Ist ja auch dieser Meinung, dass sagt, dass das darf man, nicht mehr vorkommen. Von Rot-Grün in Wien hat man noch keinerlei Stellungnahmen gehört. Und da wartet man schon darauf, dass da irgendetwas kommt. Nicht? Das heißt, man muss sagen, so sehr der Polizei höchstes Lob gebührt für die Art, wie sie das aufgeklärt hat. Nicht? Weil das war eine große Klasse. Absolut, oder? Absolut. Ja? Ja. Also binnen weniger Minuten in der Hektik, in dem Chaos, den Täter zu finden, Hut ab. So sehr muss man sagen, das ist ja der totale Wahnsinn, dass diese Polizei nicht in der Lage ist, einen einsitzenden Häftling einen Abschiebebefehl zu überreichen. Weil rein theoretisch hätte der ja nie an die frische Luft kommen dürfen, sondern der hätte eigentlich abgeschoben werden müssen nach Kabul. Ne? Das dann hätte man verhindert, dieses Blutbad in der Praterstraße. Ne? Unglaubliche Geschichte. Ja. Danke Christoph Hirschmann, danke Mike Koch. Das war unser Beitrag zu dieser unglaublichen Geschichte von dem Amoklauf in der Wiener Praterstraße, morgen nachzulesen in Österreich, was Johann Gudenus, der wortgewaltige und scharfmacherische Clubobmann der FPÖ zu dieser ganzen Causa sagt, inwieweit er das als Polit- und als Asylskandal sieht, das hören Sie gleich. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann kommt Johann Gudenus zu uns.